Knapp 50.000 Schiedsrichter sind wöchentlich im Einsatz. Sie werden leider immer öfter angegangen. Sie werden bedroht, bespuckt und leider sogar verletzt. Doch viel zu viele schauen weg. Es wird Zeit, dagegen anzukämpfen. Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen. Es wird Zeit für Respekt. Wer will heute noch ein Schiri sein? Überall Gewalt am Platz und die, die noch Schiri sind, sind mittlerweile altersschwach. Schiri sein macht Spaß, aber kaum ein Junger traut sich mehr. Nur aus Angst nach einem Fehler dann gehauen zu werden. Jeder Mensch macht Fehler, warum dürfen Schiris nicht? Keiner droht ein Stürmer, wenn er mal ein Spiel nicht trifft. Doch wenn ein junger Schiri einmal vielleicht scheiße pfeift, wird ihm dann gedroht, dass man seinen Kopf von seinem Hals abreißt. Sag mal, geht es noch, wo ist eure Menschlichkeit? Es wird Zeit, dass man den Tätern ihre Grenzen zeigt. Nach dem Spiel hat er Angst, allein nach Haus zu gehen. Früher nur gesungen, heute sind sie da, wo's Auto steht. Und der junge Schiri hat Angst, deshalb pfeift er nie wieder an. Der Typ, der ihm droht, ist ein älterer Mann. Er könnte dein Sohn sein, schäm dich verdammt. Wer will heute noch Schiri werden, lieber DFB? Es wird Zeit, dass ihr neue Wege geht. Ihr seid in der Sache viel zu leise bis jetzt. Lasst uns kämpfen für die Schiris, es wird Zeit für Respekt. Wer will heute noch Schiri werden? Liebe Sportsfreunde, liebe West, Süd, Ost und auch Norddeutsche. Fehler sind halt menschlich, keiner pfeift extra schlecht. Lasst uns kämpfen für die Schiris, es wird Zeit für Respekt. Es sind Szenen, die sprachlos machen. Nach Abpfiff eines Finalspiels der C-Junioren in Frankfurt am Main erhält ein 15-Jähriger eine Morddrohung eines Zuschauers. Am Ende des Spiels rennt er auf den jungen Schiedsrichter zu, gestikuliert und schreit ihn an. Dabei soll er, laut Schiedsrichtervereinigung Frankfurt am Main, gedroht haben, den Jungen zu köpfen. In der Kreisliga hat er nicht mal Linienrichter, in der Bundesliga-Kameras, da sieht er es nicht mal. Sag mir, wer bleibt da dann fehlerlos? Väter, die beleidigen, Mensch auf dem Platz, da steht dein Sohn. Du schreist, stell dir vor, es wäre deiner. Ihr seht jeden Fehler, warum sieht seine Tränen keiner? Doch gib nicht auf, lass dir den Scheiß nicht gefallen. Geh weiter deinen Weg, nimm dir ein Beispiel an Qualle. Gemeinsam seid ihr stark, stärker als die Pöbelei. Macht einfach euer Ding, lasst da draußen all die Vögel schreien. Ihr seid nicht allein, lasst euch niemals runterziehen. Denn ohne Schiedsrichter kann niemand weiter Fußball spielen. Junger Schiri, hab keine Angst, guck dir Qualle an, nimm dir dann ein Beispiel daran. Hinter dir stehen ein paar Millionen Mann, denn ohne dich gibt's kein Fußball im Land. Wer will heute noch Schiri werden, lieber DFB? Es wird Zeit, dass ihr neue Wege geht. Ihr seid in der Sache viel zu leise bis jetzt. Lasst uns kämpfen für die Schiris, es wird Zeit für Respekt. Wer will heute noch Schiri werden? Liebe Sportsfreunde, liebe West, Süd, Ost und auch Norddeutsche. Fehler sind halt menschlich, keiner pfeift extra schlecht. Lasst uns kämpfen für die Schiris, es wird Zeit für Respekt.